Peter Börner, der Schadentalk ist rum, 2020 hier in der Gläsermanufaktur. Wir haben das dieses Jahr anders gemacht. Wir sitzen ja hier auch mit 1,50 Meter Abstand. Also Abstand halt ist angesagt, da können wir auch die Maske kurz ablegen fürs Interview. Wie fällt das Fazit aus? Ja, schade, dass die Automechaniker abgesagt werden musste wegen der Corona-Krise. Ich sage immer, es ist mein Wohnzimmer in Frankfurt für diese Woche. Ja, es fehlte so ein bisschen die Atmosphäre der Zuschauer und man hat natürlich auch als Referent immer so ein Feedback, wenn man in die Augen der Teilnehmer guckt. Das fehlte natürlich. Aber ich glaube, die Themen, die er aufgearbeitet hat, diese drei Hauptthemenblöcke mit den vielen, vielen Unterthemen, das war das, was die Branche interessiert hat. Und wenn man jetzt die ersten Zahlen schon hört, die jetzt über den Äther fließen, dann war das auch im Grunde erfolgreich. Es war natürlich lang, zugegebenermaßen, das sollte man vielleicht überlegen zu kürzen, aber ich glaube, ein Thema wegzulassen wäre heute auch keine Lösung gewesen. Das Markenzeichen des Talks ist ja manchmal schon, wir sind immer eine Stunde drüber, das war beim letzten Jahr genauso. Also wir haben einfach immer sehr viel zu diskutieren und in der Tat, die Zahlen sind sehr, sehr gut. Also wir marschieren jetzt da auf die 30.000 zu. Das ist schon eine ordentliche Reichweite. Ist das auch so ein bisschen so ein Zeichen Corona? Ja, mutig neue Wege zu gehen. So macht die Automechaniker das ja auch mit der Sneak Preview. Nicht nur neue Wege gehen, sondern ich glaube, der Bedarf der Menschen da draußen, der Betriebe, der Inhaber, der Mitarbeiter in den Betrieben, der Bedarf nach Information ist enorm gestiegen. Und das habt ihr heute Abend, glaube ich, sehr gut befriedigt, dieses Bedürfnis. Und deshalb auch die hohen Abrufzahlen oder Teilnehmerzahlen. Das war die einzige Diskussion in diesem Jahr, die es überhaupt gegeben hat. Ne? Also mit Menschen im Studio dann nur. Und mir selber als Moderator fehlte natürlich das Publikum auch. Konrad Wenz hat es auch gesagt, unser Partner Focus Communication Group. Es ist anders, aber es ist eben Web-TV und neu und ja, auch eine Art und Weise zu informieren. Wollen wir hoffen, dass es die Ausnahme bleibt, dass wir uns nächstes Jahr treffen können in Frankfurt wieder mit Publikum in meinem Wohnzimmer, mit vielen, vielen Ausstellern, mit vielen, vielen Teilnehmern, Gästen, Besuchern von der Messe und hoffentlich so einem genauso spannenden Programm wie dieses Jahr. Wunderbar. Also wir waren hier nicht in deinem Wohnzimmer, sondern in der Gläsern Manufaktur. Hinter uns der ID, der hier auch demnächst produziert wird. Tolles Ambiente. Ja, Glückwunsch dazu. Ja. Das Studio war super, die technische Support war toll. Vielen Dank auch an euch, dass ihr mit so viel Vorarbeit, ihr seid ja seit Monaten beschäftigt mit der Vorarbeit und dass wir unsere Bedenken und unsere Themen heute Abend hier mit euch zusammen loswerden können. Sehr gerne. Danke, dass du da warst. Gerne.